Hallo, es ist soweit. Wir haben Zeit, Fragen zu beantworten zum Edmontosaurus. Dazu haben wir aufgerufen. Das ist der Edmontosaurus, ein Entenschnäbler, sieht man an seinem Schnabel. Und ansonsten halt ein großes Tier mit Schuppen. Einige Entenschnäbler haben auch solche Zierschuppen auf dem Rücken. Und wahrscheinlich war er sogar wirklich grau. Und eure schönsten Fragen haben wir genommen und können wir jetzt beantworten. Jemand hat gefragt, was hat der Edmontosaurus eigentlich gefressen? Als Pflanzenfresser nimmt er das, was da ist. Nadelbäume, Laubbäume, Sträucher, ist ein Blätterfresser. Gräser sind erst im Kommen, da konnte er nicht zu viel davon fressen. Und das Interessante ist, dass man Verdauungsüberreste untersucht hat und fand darin Holz. Edmontosaurus hat morsches Holz gefressen. Wahrscheinlich, weil er sich für Maden da drin interessiert, also Käferlarven, die das fressen, und sogar Krebsreste hat man gefunden. Also tierisches Eiweiß steht auch dem Pflanzenfresser Edmontosaurus zur Verfügung. Hier habe ich einen Knochen, das ist ein Stück Unterkiefer. Hier so wird es die Seite von seinem Schädel ausmachen. Ist natürlich viel größer als bei mir. Vorn der zahnlose Schnabel, das wäre also das Kinn. Und dann sind hier Dutzende Zähne, etwa Fingerkuppen groß, die zusammen hier eine Reibefläche ausmachen. Im Oberkiefer dasselbe. Damit kann er alles zermahlen und die Energie rausholen. Sehr gute Frage. Und jetzt haben wir ja schon einen Tyrannosaurus im Hintergrund gesehen. Und wir haben ja auch Original-Tyrannosaurus. Eine Frage dazu, was hat Tyrannosaurus eigentlich gemacht? Hat er gejagt, hat er Aas gefressen und wie lang war er satt, wenn er gefressen hat? Dass ein Tyrannosaurus jagt, ist inzwischen bewiesen. Wir erkennen nämlich bei Edmontosaurus Bisswunden im Schwanz. Bei einer Sache steckt sogar noch ein Zahn drin. Das heißt, der Tyrannosaurus hat die Jagd verpatzt, aber er war wirklich am Jagen. Und das ist der Beweis, dass er nicht nur Aas gefressen hat, aber von einem Verwandten vom Edmontosaurus hat man einen Kadaver gefunden, der war schon halb zugedeckt. Und das, was rausschaute, am Arm zum Beispiel, da hat ein großer Tyrannosaurier dran genagt. Also sie haben Aas vertragen und in schlechten Zeiten auch Aas gefressen. Und wie lange war er satt? Ein Tier, das viel, viel größer ist als ich und als dieses Raubtier heute, kann man schätzen, dass es pro Tag etwa 50 bis 100 Kilogramm Fleisch braucht. Das ist also... vielleicht wie ich groß bin, ich wäre eine Tagesportion. Er frisst natürlich mehr, hat dann für einige Tage Ruhe, muss nicht mehr das Risiko einer Jagd eingehen, aber nach einer Woche etwa, da muss er wieder jagen, denn Dinosaurier waren gleich warm. Sie haben immer ganz viel leisten können mit ihrem Körper, auch mit ihren Sinnen, und das braucht Energie. Hungern kann ein Krokodil, aber ein Warmblüter wie Tyrannosaurus nicht. Und noch etwas zum Edmontosaurus. Ihr habt gefragt, konnte er sich verteidigen gegen Tyrannosaurus Rex oder ist er nur weggerannt? Und jemand hat schon geantwortet darauf, hat gesagt, es gibt ja einen Daumendorn und der Edmontosaurus konnte mit dem Schwanz ausschlagen. Bei dem letzten wäre ich vorsichtig, so ein Schwanz vom Edmontosaurus ist wie in einem Käfig von verknöcherten Sehnen eingepackt. Das hilft bei der Bewegung, aber Ausschlagen mit dem Schwanz ist eher was für andere Dinosaurier. Und sie können sehr schnell wegrennen, 50, vielleicht 60 Stundenkilometer. Das ist schneller als jeder Mensch je sein könnte mit seinen Beinen und ist etwa doppelt so schnell wie Tyrannosaurus war. Der hat denen aufgelauert. Und lange dachte man, das ist das Einzige, was ein Entenschnäbler tun kann. Aber seit kurzem wissen wir, dass er sich auch wirklich wehren konnte. Diese Hand hier, so ein Arm, ist als Mumie gefunden. Da ist die Haut mit versteinert. Ja, es gibt einen Dorn, nicht der Daumen, es ist der zweite Finger. Die Hand war auch nach vorn gedreht. Und das könnte eine Verteidigung gewesen sein. Und das hier, der dritte Finger, der ist besonders schwer. Ich habe hier ein Stück von dieser Kralle. Das ist keine spitze Kralle, mehr ein stumpfer Huf. Und da saß noch Horn drauf. Das war schlimmer als ein Hufschlag von einem Pferd. Damit konnte Edmontosaurus wirklich Knochen brechen. Und ein Tyrannosaurus musste wirklich ganz schön aufpassen, auf die Jagd zu gehen. Das waren die besten eurer Fragen bis hierhin. Also ich habe Lust auf mehr. Super Fragen sind wichtiger als alle Antworten. Vielen Dank dafür und vielleicht machen wir das bald mal wieder. Macht's gut!